willkommen zu einer neuen Folge Wissen to go. Heute dreht sich alles rund ums Thema Ernährung. Wir schauen uns veganen Lifestyle ganz genau an. Wir quälen uns durch einen Diät-Selbstversuch. Und wir haben ein paar Tipps, wie ihr gesunde Ernährung in euer Leben einbauen könnt. Damit fangen wir auch direkt an. Gesunde Ernährung in den stressigen Schul- oder Uni-Alltag integrieren, das klingt auf den ersten Blick auf jeden Fall schwierig. Aber ist es wirklich so teuer und vor allem auch unbequem, wie man oft denkt? Wir haben ein paar Tipps für euch, damit auch ihr ganz einfach und vor allem günstig gesunde Ernährung in euren Alltag einbauen könnt. Wer sich gesund ernähren will, den führt der erste Weg direkt in die Gemüseabteilung. Obst und Gemüse bekommt ihr für schon wenig Geld. Und auch etwas Planung hilft beim Sparen. Guckt, bevor ihr einkaufen geht, welche Zutaten ihr für welches Gericht braucht, damit ihr im Laden nicht mehr lange überlegen müsst. Bevor ihr wahllos Zutaten in euren Einkaufswagen legt, solltet ihr auch einen Blick auf die Inhaltsstoffe werfen. Vor allem bei bereits verarbeiteten Produkten. Ungesundes entlarven, was als gesünder vermarktet wird. Die billigen Produkte stehen meist ganz unten im Regal, damit sie dem Kunden nicht direkt ins Auge springen. Natürlich solltet ihr auch auf Angebote achten. Mit insgesamt 5,58 Euro haben wir heute nicht viel Geld ausgegeben. Den Reis und Frischkäse kann man ja auch für mehrere Gerichte verwenden. Und jetzt kochen wir. Wir machen uns heute eine Gemüsereispfanne. Dafür braucht ihr nur 4 Zutaten und natürlich Gewürze. Mit Naturreis und Gemüse könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Und der Frischkäse gibt noch den nötigen Pep. Wenn ihr davon nicht zu viel nehmt, dann wird das Gericht auch nicht fettig und ist gut für eure Figur. Guten Appetit! Dankeschön. Und nach nicht mal 20 Minuten kann serviert werden. Das war eines von vielen Rezepten. Einfach und lecker dazu. Unser Tipp: Gebt Obst und Gemüse einfach mal eine Chance. Versucht etwas vorzuplanen und auch mit Kleinigkeiten könnt ihr schon gesunde Ernährung in euer Leben integrieren. Und so ein Apfel? Das ist dann das perfekte vegane Dessert zu unserem vegetarischen Hauptgericht. Was sich hinter der Lebenseinstellung vegan verbirgt, das erfahren wir jetzt. Viele Jugendliche wissen heutzutage von der veganen Ernährungsweise. Aber kaum jemand weiß, was wirklich dahinter steckt. Deswegen haben wir mit Julia gesprochen, die sich seit 2016 vegan ernährt. Nicht-Veganer verbinden Veganismus oftmals mit Verzicht, obwohl dieses weit verbreitete Gerücht gar nicht stimmt. Auch in normalen Restaurants ist es als Veganer gar nicht mal so schwer, Essen zu finden. Am besten zum Beispiel im Italiener einfach nachfragen, ob in den Nudeln Ei mit drin ist. In den meisten Fällen ist es das nicht, weil das in der typischen italienischen Küche eigentlich nicht mehr vorkommt. Und dann eine Spaghetti Napoli bestellen oder andere Pasta mit Napoli-Soße ist in den meisten Fällen vegan. Dann sagt man noch, dass man auf jeden Fall keinen Parmesan drauf haben will und schon hat man ein ganz normales veganes Gericht in einem ganz normalen Restaurant. Ansonsten Pommes mit Ketchup und Beilagensalat ist auch immer so eine Notlösung, wenn man im normalen Restaurant ist, wo es gar nichts anderes gibt. Oder auch einfach mal Kartoffeln mit Pfannengemüse, macht auch eigentlich jeder, ist absolut einfach und kann jeder was mit anfangen. Probleme bei der Restaurant- oder Essensauswahl gibt es demnach nicht. Mangelerscheinungen können hingegen ein größeres Problem bei der veganen Ernährung darstellen. Hierbei ist zu beachten, dass Mangelerscheinungen meist bei einer unausgewogenen Ernährung auftreten und auch Fleischkonsumenten von diesen betroffen sein können. Nährstoffe, die bei der veganen Ernährung kritisch werden können, sind unter anderem Eiweiß, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D3, Zink, Iod, Eisen, Vitamin B12 und Calcium. Diese Inhaltsstoffe sind nahezu ausschließlich in tierischen Produkten enthalten. Es gibt allerdings die Möglichkeit, diesen Mangelerscheinungen mit einer gezielten Ernährungsweise entgegenzuwirken. Hierzu können beispielsweise bei einem Mangel an Vitamin B12 Frühstücksflocken oder Sojaprodukte zu sich genommen werden. Bei Eiweißmangel helfen Quinoa oder Nüsse und bei zu wenig Zink im Körper können zum Beispiel Kürbiskerne und Produkte aus Vollkorngetreide Mangelerscheinungen hemmen. Manche Veganer versuchen den Haushalt mit Tabletten oder Granulat bei auftretenden Mängeln wiederherzustellen. Wenn ihr vorhabt, euch in Zukunft selbst einmal vegan zu ernähren, gibt Julia euch einen Rat mit auf den Weg. Ich würde nur jedem empfehlen, sich ganz, ganz, ganz genau zu informieren, welche Nährstoffe sind wichtig und wofür brauche ich die
und wie kann ich die durch meine Nahrung aufnehmen? Und dann, wenn man merkt, okay, ich habe da Probleme mit, ich habe eventuell einen Eisenmangel, dann zum Arzt gehen, es feststellen lassen und eventuell, wenn der Arzt es dann vorgibt, dann supplementieren. Auf gar keinen Fall einfach nur vorausdenken, ja, ich supplementiere jetzt mal. Auf gar keinen Fall supplementieren, wenn man keinen Nährstoffmangel nachgewiesen hat. Das ist wichtig. Wir hoffen, ihr habt etwas zum Thema vegane Ernährung gelernt. Veganismus kann abwechslungsreich sein und Mangelerscheinungen können auch ohne Nahrungsergänzungsmittel vermieden werden. Wenn man es geschickt anstellt, dann kann vegane Ernährung sogar hilfreich für die Figur sein. Aber wie sieht es mit radikaleren Methoden, den Diäten, aus? Luca hat den Selbstversuch gemacht. Ja genau, denn wie ihr vielleicht seht, so ein paar Kilos könnte ich auch verlieren und da soll ja bekanntlich eine Diät helfen. Statt aber jetzt die Pro und Kontras jeglicher Herangehensweisen an eine Diät abzuwägen, habe ich mich einfach für eine Radikaldiät entschieden, die Saftdiät. Statt Pizza und Pommes gibt es also in den nächsten 3 Tagen für mich 3 frisch gepresste Säfte am Tag, sprich 300 Kilokalorien. Ganz risikolos soll diese Entschlackungskur aber nicht sein und deswegen bin ich jetzt mit Dr. Karin Müller verabredet. Also es kann zu unangenehmen Nebenwirkungen kommen, Kopfschmerzen können auftreten, es kann auch Schwindel auftreten aus verschiedenen Gründen. Zum einen, wenn man sich nicht richtig darauf vorbereitet, ne, dann kann es natürlich sehr schnell zu Kopfschmerzen kommen, wenn man auch morgens den Kaffee auch zum Beispiel trinkt bei dem Saftfasten, das ist auch nicht so gut. Und es kann natürlich auch durch den Entzug von Kalorien dazu kommen, dass der Körper signalisiert, mir fehlt Zucker, mir fehlt Energie und dass es zu Schwindel kommt. Probieren möchte ich es trotzdem und deshalb nehme ich jetzt ein paar Startwerte. So, ich war dann auch schon mal einkaufen, etwas gesünder als sonst, wie ihr vielleicht seht. Und ich denke, ich mixe mir auch mal meinen ersten Saft. Na dann, Prost! So, ich sitze jetzt in der Uni und muss sagen, bis jetzt geht es mir noch ganz gut. Also Konditions- und Koordinationsschwierigkeiten habe ich überhaupt nicht. Auch der Hunger hält sich in Grenzen. Bis jetzt geht es mir also noch ganz gut. Ich bin jetzt noch mal in der Uni, habe gleich noch Vorlesungen und wie ihr gerade schon auf dem Weg gesehen habt, bin ich an einigen Essensläden vorbeigekommen und ich muss sagen, ich habe wirklich Heißhunger drauf gehabt, also ich hätte mir gerne überall was geholt. Aber gut, so sitze ich jetzt mit knurrendem Magen in der Uni, sind ja auch nur noch ein paar Stunden. Ich bin jetzt keine 10 Minuten hier im Feld unterwegs und muss sagen, das wird heute nichts. Ich fühle mich schlapp, meine Atemwege sind zu und ich habe einen hohen Puls. Also Sport bei der Diät, das sollte man lassen. Wir haben jetzt schon abends und ich habe hier meinen letzten Saft, gleich habe ich es geschafft. So. Kommen wir zu meinem persönlichen Fazit der Saftdiät. Ich bin froh, dass die 3 Tage nun endlich rum sind, bin aber genauso froh, dass ich die 3 Tage durchgezogen habe und dass auf der Waage zumindest ein kurzfristiges Resultat steht. -2 Kilo in 3 Tagen sind nicht so wenig. Überrascht bin ich, dass es mir körperlich nicht schlechter ging, denn ich hätte mit mehr Unannehmlichkeiten wie Schwindel, Übelkeit oder Kopfschmerzen gerechnet. Dennoch, nochmal machen würde ich es definitiv nicht, denn es macht keinen Spaß, so abzunehmen, es ist monoton und die Säfte schmecken irgendwann nicht mehr. Und man hungert einfach 3 Tage am Stück. Alles in allem gibt es also bessere Tipps und Alternativen zum gesunden Abnehmen. Und die hat euch Frau Dr. Karin Müller jetzt nochmal festgehalten. Das wäre so ein Tipp, dass man also nicht ohne Frühstück aus dem Haus geht.
dass man 3 Mahlzeiten am Tag auf jeden Fall einnimmt und dass man immer bewusst isst. Das muss man früh lernen, dass das Essen einen Teil des Tagesablaufs einnimmt und dass nicht Essen nebenher geschieht. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. So ganz weiter zu empfehlen ist eine solche Saftdiät also nicht. Solltet ihr dennoch ein paar Kilos verlieren wollen, befolgt doch einfach die Tipps von Frau Dr. Müller. Ich für meinen Teil gehe jetzt erstmal etwas essen. Das war's auch schon wieder mit einer Folge Wissen to go. Wir hoffen, ihr kennt euch jetzt besser mit gesunder Ernährung aus. In der nächsten Folge gibt's dann wieder neue spannende Themen für euch. Bis dahin, bleibt neugierig!